Und der Justizsprecher der Freiheitlichen setzt fort, das ist Harald Stephan. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir diskutieren das Budget Justiz und wir haben jetzt schon gehört, meines Erachtens etwas sehr dramatisch, dass die Justiz in einem schlechten Zustand war, vom Tod der Justiz oder vom schleichenden Tod war die Rede. Ich halte von derartigen Ausdrücken nichts, weil die Justiz hat Gott sei Dank immer funktioniert und in weiten Bereichen sogar sehr gut. Und daher sollte man das nicht so weit treiben, auch in der verbalen Ausformung. Und es ist auch nicht immer ein Wert an sich, dass man mehr Geld für irgendetwas ausgibt. Wir haben es ja auch nur in beschränkter Weise. Aber natürlich, auf der anderen Seite ist es notwendig, dass man die Justiz mit den erforderlichen Mitteln ausstattet. Und es ist ja erfreulich, wenn wir hier feststellen können, dass das doch weitgehend der Fall ist. Wichtig war uns immer, dass vor allem auch eine finanzielle Ausstattung, personelle Aufstockung im Justizanstaltenbereich gibt, aber vor allem auch, was immer wieder vergessen wurde, weil dort eine geringere Lobby vorhanden ist, bei den Schreib- und Bürokräften. Und das ist jetzt doch zum Teil gewährleistet. Es sind natürlich immer noch, könnte es mehr sein, das ist auch klar, aber das ist durchaus positiv. Zwei Dinge möchte ich aber ansprechen, die mir in dem Zusammenhang immer wieder aufstoßen. Und das eine ist die Durchlässigkeit der Justiz, das heißt diese Weitergabe von Akten, dass wir ständig aus Akten lesen und dann auch aus Chatprotokollen, aus Dingen, die in Wirklichkeit rein privat sind, worüber man sich dann lustig macht, wird sogar im Burgtheater vielleicht noch vorgelesen oder sonst wo. Das ist einfach ein Zustand, der abgestellt werden muss, weil er die Privatsphäre der Menschen betrifft und weil es nicht sein kann, dass man verfolgt wird von den Behörden, was ja völlig korrekt ist, wogegen ja natürlich niemand was haben kann. Aber auf der anderen Seite dann eine Vorverurteilung passiert dadurch, dass man diese Dinge bereits in den Medien liest. Und das ist jetzt schon so lange, seit 20 Jahren in etwa, beobachten wir das jetzt. Und es ist mir völlig unerklärlich, wieso das nicht möglich ist, das abzuschaffen. Ich weiß schon, es wird immer behauptet, es kommt dann von Anwälten, die das weitergeben. Ja, aber Sie haben jetzt Gott sei Dank ja auch vorgeschlagen im Rahmen dieser Diskussionen um das Budget, dass es jetzt eine Art elektronisches Wasserzeichen geben wird, dass man das nachvollziehen kann. Weil es kann zumindest nicht sein, dass der Vorwurf immer im Raum stehen bleibt und der ist ja durchaus, stellt sich ja immer wieder heraus, dass das durchaus glaubwürdig ist, dass es direkt aus der Justiz kommt. Und das, denke ich, Frau Justizminister, das müssen Sie abstellen. Ich hoffe, es gelingt Ihnen, es wäre jedenfalls absolut notwendig. Und ein zweiter Punkt, der auch immer wieder von uns genannt wird, ist im ganz anderen Bereich, nämlich bei den Justizwache, in der Justiz bei den Insassen, die nämlich nicht sozialversichert sind. Sie sind zwar arbeitslosenversichert, aber sonst nicht sozialversichert. Das heißt, sie werden wie Privatpatienten behandelt und auch bezahlt. Und das kostet enorme Summen, die so nicht notwendig wären. Und wir fordern das Jahr für Jahr und ich fordere es auch heute wieder, dass hier endlich einmal eine gesetzliche Regelung getroffen wird, die Insassen von Justizanstalten in die normale Sozialversicherung aufnimmt. Es kann ja nicht sein, dass die Justizwachebeamten letztendlich schlechter oder weniger zuvorkommend behandelt werden als die Insassen der Justizanstalten selbst, abgesehen von dem großen finanziellen Aufwand. Und ich bringe daher folgenden Entschließungsantrag gemeinsam mit dem Herrn Kollegen Lausch ein. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, welche die Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten in die gesetzliche Krankenversicherung vorsieht. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.